Genau, ich bin Julia, ich bin Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und arbeite auf einer Kinder- und Jugendpsychiatrie, da halt eben dann in der Jugendgruppe. Und ja, ich habe halt auch erst seit einem halben Jahr mein Examen, das heißt, ich bin ganz frisch, bringe also noch einen ganz frischen Blick in das Ganze rein. Und mein Text heißt The City of New Orleans und ja, berichtet ein bisschen über meine Kinder- und Jugendpsychiatrische Arbeit, wie es mir dabei geht, wie Fachfremde mich wahrnehmen oder meinen Beruf wahrnehmen und was meine Familie damit zu tun hat. Tabuisiert. Totgeschwiegen. Von der Gesellschaft unentdeckt hat sich im Gesundheitswesen die Pädiatrie versteckt. In der allerletzten Ecke, noch hinter Kardio-, Neo-, Neuropädiatrie steckt, und da komme ich ins Spiel, die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es geht mir gut, glaube ich. Gleich bin ich zu Hause, tapse hoch zur Tür und lasse die Arbeit hinter mir. Es geht mir gut. Ich habe ein Dach über dem Kopf, meine Rechnungen sind bezahlt und ich habe immer was zu essen. Während Sesselfurzer sich immer wieder freue über jeden Montag freuen, kann bei mir jeden Tag Montag sein, denn zwischendurch habe ich ja auch mal frei. Ich arbeite gerne, denn ich mag meinen Job, meine Jugendlichen, die Anstrengung und dass sie es oft auch wert ist. Fuck, habe ich ein Glück. Ich hatte Frühschicht, wie so oft, und will nur noch schlafen, wie so oft. Ich komme nicht zur Ruhe, wie so oft, also übergehe ich mal wieder die Müdigkeit. Eigentlich wollte ich morgen zu meiner Familie fahren, doch aus drei freien Tagen wurden zwei einzelne, weil ich übermorgen einspringe. Das heißt, ich kann nicht hin. Sind halt 750 Kilometer zwischen uns und da fährt man halt nicht einfach mal vorbei, ne? Naja, zumindest denkt die Stationsleiterin nicht, ich sei aus Greifswald und könne doch mal eben hin, aber das ist eine andere Geschichte. Meine alte Station. Riding on the city of New Orleans, Illinois, Central Monday Morning Rail, läuft das Lied auf meinen Kopfhörern, das mein Vater uns immer vorgesungen hat, meiner Schwester und mir, und das sie jetzt meinen Nichten vorsingt. Es tröstet mich. Es zeigt mir, dass ich nicht alleine bin und gibt mir Kraft. Was tut man nicht alles, um den Laden am Laufen zu halten, ne? Ein Elternteil meinte gestern zu mir, es könne das ja nicht. Das sei doch sicher anstrengend. Und Gott, die ganzen Geschichten, die ich da höre. Dass ich für ihr Kind gerade meine Familie versetze, gehört da nicht hin. Damit muss ich zurechtkommen, sonst bin ich im falschen Beruf, sagen manche. Dass ich selbst Ähnliches erlebt habe, gehört da nicht hin. Dass mir die Sache kein bisschen fremd ist, gehört da nicht hin. Dass ich mein Leben auch erst als Erwachsene in gewisse Bahnen lenken konnte, gehört da nicht hin, obwohl es der wichtigste Grund ist, warum ich diese Jugendlichen überhaupt gut betreuen kann. Ich wäre froh, wenn mein Job aus Quatschen und Kartenspielen bestehen würde. Also bist du jetzt doch Erzieherin? Also ich könnte das ja nicht, ne? Das sind die Sätze, die ich am häufigsten höre und die mich am meisten abfacken. Ich sei keine richtige Pflegerin, behaupten böse Zungen aus der Somatik. Ja, ich trage keinen Kittel. Ich bin hier gerade in meiner Arbeitskleidung erschienen. Ja, ich trage keine Arbeitsschuhe und ich trage Armbänder. Dass ich keine Arbeitskleidung habe, in dem Sinne, hat aber auch den fachlichen Grund, dass meine Kinder und Jugendlichen sich wie in einer Wohngruppe fühlen sollen und nicht wie in einem Krankenhaus. Das tut denen gut. Und ja, ich rede auch viel mit meinen PatientInnen, aber das sollt ihr mit euren auch verdammt nochmal. Dabei geht's ihnen nämlich auch besser, glaubt mir. All along the southbound Odyssey, the train pulled out of Kankakee, rolls past your houses, farms and fields.
Es ist immer noch mein Job, mehr zu wissen als Patienten und Angehörige und dafür zu sorgen, dass die Jugendlichen ihre Krisen ohne krassere Folgen überstehen. Also wenn die Störung halt wirklich zuschlägt. Dass also die einen sich nicht zu Tode hungern, ritzen oder strangulieren, noch sich irgendwas anderes antun, wie Tippex zu trinken, zum Beispiel. Manche meinen auch Paracetamol sei eine schöne Art, wissen aber halt auch nicht, dass man da auch furchtbare Schmerzen leidet und am laufenden Bande kotzt. Und dafür zu sorgen, dass die anderen niemanden vor lauter Krankenhausreif prügeln, mit irgendwelchen Waffen angreifen oder sogar umlegen. Na, oder sich sonst irgendwie strafbar machen. Eine U-Bahn-Station kurz und klein hauen. In der Innenstadt Kopfnüsse verteilen. Vor irgendwelche Sehenswürdigkeiten kacken oder wild masturbieren durch... Lassen wir das. Ich sorge einfach dafür, dass die Jugendlichen selber ihr eigenes Selbstbild und ihr Umfeld diese Krisen überleben. Ich weiß nicht, gibt's nicht. Ich weiß genau, was ich tue, mit wem ich wie spreche und was ich wem durchgehen lasse. Und dann kommt unser fucking Gesundheitsministerium und faselt was von Pflege. Mehr als ein Beruf. Was wird geändert? Genau nix. Welches Bild von Pflege wird verbreitet? Alten Leuten die Händchen halten. Schneeballpflege. Pädiatrie fällt hinten über, denn kranke Kinder und Jugendliche sind ein Tabu. Die gibt's nicht. Die haben einfach nicht krank zu sein. Fertig. Ja, nur ist da halt das Problem, dass wir halt auch unsere eigenen freien Tage durcharbeiten, um genau diese Kinder zu betreuen, die es nicht gibt. Während die Alten- und Erwachsenenpflege scheinheilig bemitleidet werden, rackern wir uns auch den Arsch ab. Alle. Altenpflege, Erwachsenenpflege, Kinderkrankenpflege. Ganz ernsthaft, Mitleid nutzt nichts. Sorry, dass ich damit einige gute Gewissen zerstöre, aber von Mitleid kriege ich weder mehr KollegInnen noch Freizeit und ganz bestimmt kann ich davon eventuell eigene Kinder nicht ernähren, nicht mal annähernd. Warum ich nur Schwester sei, wurde ich auch schon zu oft gefragt. Ich bin keine Schwester. Eine Schwester ist eine Nonne und Nonne bin ich nicht. Ich bin eine ausgebildete, fachlich hochqualifizierte Pflegerin und ja, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege ist tatsächlich eine eigene Ausbildung. Und ich bin keine Kinderpflegerin. Das ist was anderes. Das ist die einjährig examinierte Version von Erziehern. Hat nichts mit mir zu tun. Es ärgert mich jedes Mal, wenn mich jemand als Kinderpflegerin bezeichnet. Mein Handy piept. Text von Papa. Ich bin über Weihnachten und Neujahr in Deutschland. Kommst du auch oder soll ich dich vorher noch besuchen? Da bin ich auf jeden Fall. Nur wann, kann ich halt nicht sagen. Ich werde aber sicher nur entweder Weihnachten oder Neujahr arbeiten. Ich springe nämlich nicht ein, wenn du da bist, weil die zweimal, die ich dich im Jahr sehe, mir heilig sind. Aber bitte besuch mich trotzdem vorher, Papa. Ich kann's wirklich brauchen. Nighttime on the city of New Orleans. Changing cars in Memphis, Tennessee. Halfway home and we'll be there by morning. Through the Mississippi darkness roaring to the sea. But all the towns and people seem to fade into a bad dream. Steel rails haven't heard the news. The conductor sings a song again. Its passengers will please refrain. This train's got the disappearing railroad blues. Good morning, America, how are you? Don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. And I'll be gone 500 miles when the day is done. Jetzt bin ich ruhig. Jetzt kann ich wieder an die Arbeit gehen. Danke.